Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Storm Silver Nuzlocke Challenge. Meine lieben Freunde, es ist wieder ein Tag. Ich habe jetzt wieder einen Tag Pause gemacht, weil Bullshit. Und willkommen zurück bei der nächsten Folge der Storm Silver Nuzlocke. Gleich einmal am Anfang, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Vormittag. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen gestrigen Tag seit der gestrigen Folge. Wenn das so sein sollte, dann würde es mich super, super freuen. So, meine lieben Freunde, und wir haben einige Veränderungen in unserem Team. Nämlich haben wir jetzt wieder Trixie mit. Trixie war unser Garados. Und jetzt habe ich Trixie quasi unser Tentacruel gegeben. Unser Tentacruel war ja vorher Tim, aber Tentacruel ist weiblich. Und würde ich jetzt ehrlicherweise sagen, ist jetzt gut, wenn Trixie einen weiblichen Encounter wird. Deswegen habe ich jetzt Trixie Tentacruel gegeben und Tim ist jetzt unser Rotom mit Surfer, Poison Jab und Toxic Stalling. Das heißt, wir können jetzt endlich das machen, was die anderen Kacker hätten machen können mit fucking Toxic Stalling. So. Gut, dann haben wir Tim mit dem Team. Tim jetzt mit Thunderbolt, King's Rock, Ominous Wind, Overheat und einer Substitute. Ganz wichtig, nicht mit den Choice Specs wie in der letzten Folge. Dann haben wir Anima Redux, da hat sich nichts verändert, bis auf das, dass Anima Redux jetzt auch Protect kann, um eben Donner Moves und so weiter zu scouten. So, dann haben wir Vagrun mit drinnen, da hat sich jetzt auch nichts verändert. Dann haben wir Jerome drinnen, eben auch mit Protect, weil selber Grund wie Anima Redux. Und wir haben unser Porygon-Set, habe ich vergessen zu benennen. Fuck, okay, das mache ich noch nächste Folge, keine Sorge. Ich habe einen neuen Kommentarschreiber, der sich auf einen Kommentar freut. Der wird unser Porygon werden. Porygon, unser Choice-Specs. Unser Choice-Specs Porygon, das jetzt Discharge, Signal Beam und so weiter und so fort kann. Also richtig insane. Hat noch leider keinen Tri-Attack, also keine Triplette, weil die lernt er erst auf 51. Ja. Jetzt haben wir einen insane Special Attacker. Wir haben generell viele Special Attacker, bis auf Vagrun und Ding. Bis auf Vagrun und Attack Race ist aber kacke. Bis auf Vagrun und Jerome, aber nichtsdestotrotz, Special Attacker sind meistens eh versatiler, alleine wegen Ice Beam und den Shit like this, so. Wie gesagt, wir haben noch leider keine Triplette, weil, alter, Choice Specs, 90er Step Move, Special Attack Step Move, ist halt absolut insane. So, wir leaden gleich einmal mit Porygon, weil Baum. Und würde sagen, heute haben wir einiges vor, nämlich diese ganzen Rocket Fights. So, wollen wir weiterhin mit Porygon leaden? Ja, wir leaden weiterhin mit Porygon, fuck it. Wir haben jetzt einige Team, also ich hoffe, das ist jetzt die letzte Folge der Team Rocket Ding. Ich glaube nicht, dass es die ganz letzte Folge ist, der Team Rocket Storyline. Wenn nicht, ich werde auf jeden Fall aber auch noch eine weitere Folge aufnehmen. Wir kriegen eine Special Attack Race. Nice. Dann gehen wir für den Shadow Ball. Der ist Choice Specs plus 1. Fuck you. Marowak hat jetzt keine guten Spedef-Werte. Wollte ich gerade sagen. Nice one. So. So, jetzt haben wir Victory Bell. Victory Bell hat jetzt eigentlich auch keine guten Spedef-Werte. Leute, es tut mir leid, falls ich ein bisschen zerstört ausschaue, aber hier drin hat es wieder 35 Grad und es ist. Das ist ein Crit. Porygon, my boy. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig, my boy. Ganz, ganz ruhig. So, gut. Wir gehen weiter. Wie gesagt, wir leaden einfach mit Porygon. Porygon ist ein guter Lead. Wir haben Recover, wir haben Choice Specs zum Rausbomben. Da ist Proton. Heißt der Proton? Ich glaube, der heißt Proton. Ja, aber wir können actually einfach mit Porygon leaden, oder? Ist es so schlimm, mit Porygon zu leaden? Ich glaube ehrlicherweise gesagt nicht. Dann können wir eh alles rausnuken, was uns in die Quere kommt. Leadet der nicht mit einem Zubat? War da nicht irgendwie was mit einem Zubat? Egal, meine lieben Freunde, ihr merkt, wir haben heute nicht nur Team Rocket Grunts vor uns, sondern wir haben noch ein paar Rocket Executive vor uns. Und wie wir in der letzten Folge mitbekommen haben, haben die alle Toxic Stall Teams und Bullshit Teams und Bullshit Teams und Bullshit Teams. Deswegen. Oh, Electrode. Aber Electrode ist jetzt nicht geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber der wird ja nicht Turn 1 explodieren, oder? Rain Dance. Oh, hast du Thunder? Anstatt T-Bolt für 100% Thunders?
Das wird aber ehrlicherweise gesagt wehtun, wenn ich ehrlich bin. Ich wechsle raus zu Bagrun, weil wenn da jetzt auf jeden Fall ein Donner kommt, dann brauche ich da nicht rein. Protect. Ja, aber warum Protect, Alter? Kann ich nicht einfach auf einen Sword Stance gehen? Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht einfach auf eine Sword Stance gehen und mit Vagrun sweepen? Für was habe ich Sword Stance? Och, bitte blow nicht in meinem Gesicht ab. Please don't. Und warum geht da schon wieder dreimal Protect durch, Alter? Ach, come on. Warum denn? Goddammit, das macht 80 Damage. Das macht 70 Damage, Alter. Na, nicht einmal. Na doch, das macht 70 Damage. Holy shit. Cacturn. Ich wollte gerade sagen, plus 2 und schneller. Und super effektiv. Okay, von mir aus. Ich sag danke für den Free Kill, my boy. Weezing. Der kann Sludge-Bomb, aber was denn sonst? Egal, wir move mal raus, Leute. Wir move mal raus. Wir gehen hier auf nichts. Du kannst irgendwie Poison Move oder so in die Richtung. Wir gehen einfach auf den plus 2 Ding und gehen zu Team raus. Wir gehen zu Team raus. Team hat eine gute Spedef. Da kommt die Sludge Bomb. Das war mir sowieso klar. Jetzt schauen wir mal, wie viel Damage die Sludge Bomb macht und ob wir noch eine tanken. Wir tanken noch eine. Wir könnten auf einen Overheat gehen und ich glaube, der killt sogar, wenn ich ehrlich bin. Müssen aber dann raus oder ich gehe auf eine T-Bolt. Egal, ich würde sagen, wir nuken dieses Weezing, bevor es irgendwelche Probleme macht. Gehen auf eine 120er Stab Move. Nice one. Sehr gut. Weezing ist tot. Nicht viel nachdenken. Einfach nur schauen, welche. Aber Weezing kann keine Water-Type Coverage. So glaube ich zumindest. Ihhh, Kamerupt. Ja, Kamerupt ist böse, wenn ich ehrlich bin. Weil du kannst eine Steinkante. Ja, aber dafür mal Anima Redux für eine Steinkante. Wenn eine Steinkante haben wir Anima Redux. Ja, die macht nicht viel Damage. Das war ein Crit. Nice one. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, was für eine Coverage das Teil hat. Weil wir können auf Protect gehen. Weil wenn wir auf Protect gehen, kriegen wir noch Leftover Healing. Er geht nochmal für eine Stone Edge. Du wirst doch einen. Hat du keine Erdkräfte oder so, shit. Ist ja natürlich das klar, dass er die Erdkräfte erst dann reinhaut, wenn wir Dinger kriegen. So, egal. Tanken wir, gar kein Problem. Das ist vierfach effektiv. Get the fuck out of my sight, my boy. So, bis jetzt clean. Will es nicht verschreien, aber bis jetzt clean. So, wir kriegen wieder Leftover Heal. Wir kriegen wieder Leftover Healing. Tauros. Okay, wir scouten wieder, für was er geht. Alleine das ist halt insane. Weil wir scouten können, für eine Dinger geht. Tank ich einen Takedown von einem. Nö, denke ich nicht. Aber ich kann mit Jerome rein. Weil Jerome kriegt einen Intimidate raus. Oh, wait, Tauros kann Erdbeben, oder? Das ist ein Crit, das ist ein Crit, das ist ein Alt-Uf. Also, das Glück, das, also, das Luck ist in letzter Zeit echt nicht auf unserer Seite, Leute. Das ist ja nicht normal, oder? Warum instant durch den Ding durchgekrittet? Are you shitting me?
Okay, Crobat. Da kann zwar jetzt ein Brave Bird kommen, aber come on, fuck you. Einen Brave Bird tanken wir. Crobat hat nicht die besten Attack-Werte. Nee, aber das ist schon wieder Crit-Range, Alter. Es ist schon wieder... Mann, Jerome. Ah, ist okay. Also ist überhaupt nicht okay. Warum crittet der schon wieder durch? Die Folge hat gerade begonnen und ich darf schon wieder mein Pokémon austauschen. Ey, I mean, what the fuck? Wow, und dafür kriege ich einen Ultra Ball, Alter. So, meine lieben Freunde, ich speed jetzt kurz, weil wir müssen da jetzt zurückgehen und hier unser Pokémon austauschen. Mann, Garten. Unbelievable. Unbelievable, dass im ersten Executive Fight jetzt schon wieder ein Crit kommt. Wirklich unfucking believable. Dabei war Jerome so ein gutes Pokémon. Mann, ey, das geht mir schon wieder so auf den Sack. Vor allem, jetzt habe ich keine Electric Coverage mehr und keine Dark Coverage mehr. Und jetzt ist halt kacke langsam. Also jetzt... Jetzt wird es halt mies langsam. Habe ich noch irgendwie ein Dark-Type-Pokémon? Ja, ich hätte Carnivarni, aber ich hätte auch Electrode. Egal, Leute. Wobei, wir hätten noch Ash mit dem Surfer Pikachu. Wir hätten noch Ash mit Thunderbolt, Fly und Surfer. Mit einem plus Spezi-Attack gewesen, was auch noch insane wäre. Aber ich bräuchte halt gegen Giovanni irgendwas, was... Ah, ich glaube, ich nehme einfach Toketic als Supportive Mon jetzt mit. Ich nehme einfach Toketic als Supportive Mon jetzt mit, Leute, weil Toketic ist, er hat verteilte EVs und ich will jetzt nicht nochmal EVs anpassen und alles. Außerdem haben wir dann gegen Giovanni eine Immunität. Noch eine weitere. Es ist schon wieder so unnötig. Also, wie gesagt, Schaut euch die Box an. Ich weiß, die ist noch nicht voll. Die war bei der World War Tour auf jeden Fall voll, aber was willst du tun? So, meine lieben Freunde, wir sehen uns gleich mit einem aufgewickelten Toketic wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, welcome back. Es gab eine kleine Planänderung. Ich habe noch keinen Stein, um Toketic zu entwickeln. Also ist jetzt Brace Deal jetzt mit von der Partie, okay? Eine gute Attack, eine gute Speed. Aber, I mean, wenn man es mit anderen Attacks vergleicht. Ich meine, wir haben jetzt ein Drill Pack drauf. Ist okay. Ist jetzt nur eine Notlösung. Ich muss actually mein Team da unten jetzt noch anpassen. Ich glaube, wir haben jetzt eine viel zu extreme Electric-Type-Weakness. Aber was soll man tun? Ist halt jetzt leider so. Ich will jetzt nicht nochmal mein Team anpassen, weil ich will jetzt die Folge endlich fertig aufnehmen. Ich habe heute noch... Oh, shit. Leaden wir mit Vagrun einfach. Ah, fuck this shit, Alter. Ist egal. Come on, do it. Do your best. Do your best, Ariana. Do your best. Wirklich, oder do your worst, oder keine Ahnung. Es interessiert mich nicht. Das ist genau das falsche Pokémon, mit dem ich geleadet habe. Aber genau das falsche Pokémon, mit dem ich geleadet hatte. Warum... Natürlich leadet die mit einem Jinx. Wir haben eine fette Spedef. Wir haben eine insane Spedef. Oh, what the fuck? Alter, ist Jinx ein Scheiß, Mon. Ja, aber, was hau ich gegen Jinx rein? Das ist halt jetzt die andere Frage. Gott, ist dieses Teil ein Kackmon, Alter. Ich kann ja nur auf den Headbutt gehen oder auf den Surfer.
Der wird resistiert. Warum kannst du den Shadow Ball? What? Und natürlich kriegen wir instant. Ah, ich habe vergessen auf Dry Skin. Oh Gott, Leute, ich spiele das gerade wieder richtig mies. Ich spiele das gerade wieder richtig mies, Alter, aber richtig mies. Natürlich kommt da jetzt wieder ein Lovely Kiss und was weiß ich, Alter. Kriegen wir einen... Nein, natürlich kriegen wir keinen Attack Rose, sondern ein Ding. So, wir gehen jetzt auf einen Choice Specs Shadow Ball, okay? Wir gehen jetzt auf einen Choice Specs Shadow Ball, der muss jetzt reichen, oder? Please, dieses Jinx hat jetzt schon zwei meiner Pokémon gekrippelt. Jetzt wird's langsam schwierig. Jetzt wird's langsam schwierig. Dabei sind wir eh überlevelt, aber die haben jetzt mittlerweile echt insane Pokémon. Also das ist jetzt kein Spaß, die haben jetzt wirklich langsam insane Pokémon, so Weilblumen. Genau dafür haben wir Brave Steel mit, wenn ich ehrlich bin. Alter, warum eine Sludge Bomb? Warum eine Sludge Bomb? Warum nicht einfach irgendwie ein Grass-Type-Move? Ne? Giga Drain. Ah, das ist kein Crit gewesen. Und natürlich wieder instant die Poison gefressen. Ah, und das killt nicht mal. Okay, Brave Steel, es tut mir leid, aber Habitak hat seine... Also, es tut mir leid, aber Habitak hat mittlerweile seine Usefulness outlebt, wirklich. Also, come on. Nicht einmal einen Wildplume mit einem Drillpack one-hitten. Also, es tut mir leid, aber nee. Natürlich kriegen wir jetzt wieder den Attack Race, Alter. Natürlich kommt jetzt wieder eine Hyperpo... Solange wir jetzt kein Pokémon mehr verlieren. Parat, dankeschön. Wenigstens geparat. Warum gehe ich aber auch nicht einfach für einen Signal Beam? Ich Vollidiot. So, wir setzen auf. So, wir setzen auf. So, wir setzen auf mit Sword Stance Vagrun. Fuck this shit. Ich will nicht mehr. Das ist neutral, my boy. Ich weiß nicht, was ich krieg. Ich krieg auf jeden Fall alle Zustände gerade. Ich krieg auf jeden Fall alle Zustände gerade. Es ist schon wieder, also, es tut mir leid, wir haben bis jetzt echt viel Glück und wir haben bis jetzt echt eine Strategy für alles gehabt. Aber mittlerweile habe ich keine Ahnung mehr, was ich tun soll. Und jetzt fehlt mir der Electric-Type. Natürlich, jetzt fehlt mir das Electric-Type-Pokémon. Geil. Oh, das war eine Menge Damage. War aber auch ein fucking hier... Kommt jetzt ein Ice Beam, gell? Kommt ein Surfer. God damn. So, wir stallen einmal, Leute. Wir stallen einmal, für was das Teil jetzt gehen könnte. Bah. Alter, wir müssen... Ist egal. Danke, wir missen eine Toxic, Alter. Jesus Christ. Ist nicht, also ich weiß es, Leute, es ist nicht die nobelste Strat, aber interessiert mich nicht, wirklich, es interessiert mich nicht. Wir wiggeln dieses Teil jetzt zu Tode mit Toxic Stalling. Wir wiggeln dieses Teil einfach zu Tode mit Toxic Stalling. Hat der übrigens eine Potion schon verwendet? Ja, oder? Hat er eine Potion schon verwendet?
Ja, da schaut euch mein Team an. Das ist, Alter, ich gehe auf Toxic Stalling. Es ist ja unbelievable. Eben für einen Poison Jab. Melodic hat jetzt keine guten Das macht ja null Damage, Alter. Ja, egal, wir Toxic Stallen dieses Teil jetzt zu Tode. Es tut mir leid. Ist zwar jetzt keine noble Strat, aber was soll ich tun? Wenn wir schon so spielen, dann lass mich wenigstens meinen Animal Redux hochheilen. Wenn wir das Ganze schon so spielen, dann lass mich wenigstens meinen Animal Redux hochheilen. Unglaublich. So, das heißt, wir haben Sleep Talk. Sleep Talk, Surfer. Ja, aber den Surfer tank ich. Der ist resistiert. Wollte ich gerade sagen. So, gehen wir für den Slack off. Leute, ich verliere hier... Oh Gott, wie deal ich denn mit diesem Melodic? Ich kann halt nichts einsetzen, was dieses Teil halbwegs gut killt, oder? Nee, Alter, look at this. Boah, das wird jetzt ein ekelhaftes Battle, Alter. Onchcrow. Imagine, ich verliere da am Anfang der Runde nicht mein... Imagine, ich verliere da am Anfang der Runde nicht mein Paddy. Mein Jerome, meine ich. Imagine, ich verliere da am Anfang der Runde nicht mein Jerome. So, gib mir jetzt bitte die Ding. Alter, natürlich crippelt mich das Teil mit T-Wave, Alter. Sucker Punch tut zwar weh, wenn ich ehrlich bin, dürft aber nicht killen. Danke, eine Discharge reicht. So, sehr gut. Plus ich wollte gerade sagen, das ist eine Plus 1 Discharge. Problem ist, wir halten halt nichts anderes mehr aus, weil langsam. So, wenn da jetzt nochmal Melodic reinkommt, dann versuche ich es nochmal zu Tode zu wiggeln mit Ding. Arbok. So, das Gute ist, Arbok hat nur Sludge Bomb und den Blödsinn, aber Vagrun lebt auf nicht so geilen. Vagrun lebt auch auf nicht so geilen 33 HP, also das wird schwierig, so. Wenn wir nur Breeze Steel verlieren hier drin, dann tut es zwar extrem weh. So, der wird resistiert. Der wird nicht resistiert. Aber Arbok ist halt ein Kack-Pokémon. Hat zwar eine 30%ige Chance zu Ding. Hat zwar eine 30%ige Chance zu giften, aber wenigstens haben wir einmal Glück in dieser Nuzlocke. Oder in der Nuzlocke nicht, ich weiß es, wir haben genug Glück gehabt bis jetzt. Wir haben einmal Glück in den Team Rocket Fights. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Imagine, ich hätte jetzt eine Psychic drauf auf dem Teil, dann wäre dieses Teil schon wieder dreimal tot gewesen. Natürlich failt bei mir der zweite Protect, Alter. So, wie viel Damage waren das jetzt? Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt gekrittet zu werden. Animal Redux ist mir viel zu wichtig. Okay, Earthquake, aber die macht weniger Damage. Die ist kein Stab und wir haben eine fette Death. Er kann Earthquake, Alter. Und warum kann eigentlich nichts von meinem Pokémon Earthquake? Will ich nur mal so erwähnt haben.
Uns fehlen komplett die 90er Stab-Moves, Alter. Und die kommen mit Gangshots und den ganzen Blödsinn. Rugly, oh Gott. Oh Gott, was mache ich gegen Rugly? Hochhealen, oder? Slack offen. Oh nee, nicht Hypnose-Strats. Nicht Hypnose-Strats, Alter. Gott, Anima Redux ist so ein Viech, Alter. Anima Redux ist so ein Tier, Alter. Wirklich. Unglaublich. Ich glaube, ich hole mir einfach Pepsi Man wieder mit ins Team. Ganz ehrlich, Pepsi Man. Gott, Anima Redux ist so ein Tier. Slowbro ist so ein Tier. Und das war schon wieder ein. Wenn ich jetzt geparat bin. Danke. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt geparat bin, krieg ich aber sowas von die Hucke voll. Kann ich eigentlich PP stallen in dem Game? Normalerweise sollte das eigentlich ein Ding sein. Ja, geh für den Surfer. Leute, ich speede, weil das Teil wird jetzt richtig nervig zum Dealen, okay? Es tut mir leid, aber ich will nicht egal. Ich will vielleicht heute noch was machen. Und dieses Teil wird jetzt Rest spammen und den ganzen Blödsinn. Und auf das habe ich jetzt actually keinen Bock. Ah, zweimal Para. Nice. Jetzt gehen wir wieder für den Slack-Off. Dreimal Para hintereinander. Nice. Jetzt gehen wir für den Slack-Off. Er geht für eine Rest. So, Sleep Talk. Wir kriegen eine vierte Para. Oh, das war ein Crit. Anima Redux, du geile Sau. Okay, gut, sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt wieder Pokémon austauschen. Aber die Folge dauert schon 30 Minuten. So, wenn ich da jetzt rauf fahre, ist da jetzt das nächste schon Giovanni? Okay, meine lieben Freunde, das war es jetzt für die Folge. Ich weiß, die Folge war ein bisschen langweiliger, aber die Folge dauert schon 30 Minuten. Ich biete euch keinen guten Content. Ich will euch ja guten Content bieten, aber wie soll ich euch guten Content bieten, wenn dieses Game mich die ganze Zeit dazu forst, mein Team auszutauschen und so weiter und so fort. Meine lieben Freunde, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann Daumen nach oben, Kommentar schreiben, schreibt mir was Nettes in die Karten. Ich brauche jetzt gerade eine Aufmunterung. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Oh, und wir sehen uns in der nächsten Folge der Storm Silver Nuzlocke Challenge mit eurem Bambo wieder. Wir sehen uns, bye bye.